Servus, hallo und herzlich willkommen zu Wine on Fire. Heute mal wird nicht gegrillt, heute machen wir ein kleines anderes Video. Und ich brauche auch die ein oder andere Meinung von euch. Und wer Bock darauf hat, bleibt jetzt einfach dran. Bis gleich. Wie ihr seht, hier so eine Flasche bzw. so ein paar Tattoo-Dinge. Ich hatte vor kurzem Geburtstag gehabt und habe einen Tattoo-Gutschein also zum Stechen lassen geschenkt bekommen. Ja, jetzt meine Frage, also Wine on Fire, hätte ich schon Lust drauf? Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee oder einen Tipp. Wie, wohin? Wade war jetzt mal so ausgedacht, Oberarm, also so, wo man es nicht direkt sieht. Schreibt mir das ruhig mal bitte in die Kommentare unten rein. Die Erfahrung bzw. Vielleicht eine Idee, das Weinglas, also mein Logo mit dem Kopf oder einfach nur das Weinglas mit der Flamme. Tobt euch aus, schreibt mir alles unten in die Kommentare, würde mich echt freuen. Bin halt da gespannt, hab da echt Bock drauf. Entschuldige bitte die Hintergrundgeräusche. Heute ist ein bisschen viel los auch, keine Ahnung warum. Wein darf natürlich nicht fehlen heute. Ich habe einen Weißburgunder jetzt hier im Glas. Nochmal ganz kurz zum Wohl. Auf meinen Geburtstag. Leicht gekühlt. Angenehme Säure. 2019, ne? Aus dem Discounter. So viel kann ich verraten. Lecker. Wie gesagt, Grill bleibt kalt. Tattoo wäre cool. Unter anderem habe ich auch ein Wok-Geschenk bekommen. Das heißt, es werden auch demnächst wieder ein paar Wok-Gerichte kommen. Dazu gibt es natürlich gerade mit den Weinen asiatische Gerichte. Ist es nicht so einfach. Könnt ihr mir gerne auch nochmal unten in die Box Kommentare schreiben, wer denn Ideen hat, welcher Wein gut zu asiatischen Gerichten, gerade zu Wokgerichten passt. Würde ich mich auch freuen, wäre cool. Das ist momentan das Live-Leben Wine on Fire, also Tattoo. Ich bin ganz aufgeregt, voll gespannt. Wird auf jeden Fall demnächst passieren. Lasse ich euch natürlich teilhaben. Ihr seid live dabei. Und wie, wo, was. Also ich bin echt gespannt und freue mich auf eure Kommentare. Von daher, ja, bleibt gesund und denkt vor allem dran, das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Ciao.